Für Werner Schäppi sind Gesichter ein Rätsel. Herr Schäppi, wie nehmen Sie Gesichter wahr? Ich nehme Gesichter eigentlich normal wahr, wie Sie wahrscheinlich auch. Ich sehe Augen, die Mundpartie, die Haare. Ich sehe die Haare. Der Unterschied ist, ich kann mir das Gesicht nicht merken. Der Unterschied ist, ich kann mir das Gesicht nicht merken. Ich bin jetzt gerade aus Asien zurück. Ich bin soeben aus Asien zurückgekehrt. Viele Leute haben Probleme, asiatische Gesichter zu unterscheiden. Das ist für mich normal. Ungefähr diesen Effekt habe ich in einer Menschenmenge. Ich sehe zwar die Gesichter, aber ich kann mich später nicht mehr daran erinnern, welches Gesicht zu welchem Namen passt. Bei einem Turnunfall mit 12 erlitt Werner Schäppi eine schwere Hirnerschütterung. Seither kann er Gesichter nicht mehr unterscheiden. Auch Guillaume Kuhl ist gesichtsblind seit Geburt. Auf Fotos erkennt er nicht mal die eigene Tochter. Wo bist du? Ich bin da rechts, siehst du es nicht? Ach ja, jetzt erkenne ich dich wieder. Es ist schon etwas verletzend, aber man gewöhnt sich dran. Als ich sie das erste Mal alleine von der Krippe abholte, waren da 20 Kinder und ich hatte keine Ahnung, welches meine Tochter war. Ich wagte vor dem Krippenpersonal nicht zu sagen, dass ich meine Tochter nicht erkenne. Also habe ich einfach gewartet, bis die anderen Eltern zu ihren Kindern gingen, bis nur meine Tochter übrig blieb. Das war ein sehr seltsames Gefühl. Bei Guillaume Kuhl ist die Gesichtsblindheit stärker ausgeprägt als bei Werner Schäppi. Schäppi erkennt die Gesichter seiner eigenen Familie und doch erlebt auch er immer wieder absurde Situationen. Ich machte Autostopp, weil mein eigenes Auto kaputt war. Da kam jemand und lachte mich an. Ich dachte, ich muss diesen Mann gut kennen und sagte, grüß dich. Er war total irritiert, denn es stellte sich heraus, dass ich ihn nicht privat kannte, sondern eine halbe Stunde zuvor eine Sitzung mit ihm gehabt hatte. Janek Lobmeier von der Universität Bern erforscht das Phänomen der Gesichtsblindheit. Für die Gesichtserkennung ist ein Netzwerk von verschiedenen Arealen im Gehirn zuständig. Sie befinden sich vor allem im Hinterkopf. Über das Auge wird der optische Impuls in diese Hirnregion geleitet. Bei Gesichtsblinden ist dieses Netzwerk gestört. Ein wichtiges Areal bei den Gesichtern ist da. Wenn es durch einen Unfall, durch eine Hirnblutung hier eine Läsion gibt, sodass dieser Bereich tot ist, dann kann eine Folge davon sein, dass man Gesichter nicht mehr erkennt oder Schwierigkeiten hat, sie wiederzuerkennen. Ob diese Hirnregion bei Schäppis Unfall Schaden genommen hat, wurde nie abgeklärt. Dieser Test, im Internet für alle zugänglich, gibt Aufschluss darüber, ob Gesichtsblindheit vorliegt. Er lieferte der Wissenschaft auch Zahlen, wie verbreitet Gesichtsblindheit ist. Gesichtsblindheit ist erstaunlich fest verbreitet. Die Gesichtsblindheit ist erstaunlich weit verbreitet, mehr als man denkt. Schätzungen gehen von 2-5% der Weltbevölkerung aus. Interessanterweise kommt Gesichtsblindheit auf allen Erdteilen, also in Europa, Asien oder Afrika, etwa gleich häufig vor. Worauf achten Betroffene beim Betrachten von Gesichtern? Diese Kameras verfolgen die Blickrichtung der Augen. Da sieht man das Muster. Das ist das Muster, wie Sie Barack Obama gesehen haben. Gesichtsblinde schauen nach meiner Erfahrung eher auf typische Merkmale. Wenn jemand eine markante Nase hat, würden Sie diese Person eher an der Nase erkennen. Während Nicht-Gesichtsblinde ein Gesicht ganzheitlicher wahrnehmen. Leute, die nicht gesichtsblind sind, das Gesicht ganzheitlicher wahrnehmen. Therapier oder heilbar ist Gesichtsblindheit nicht. Für Guillaume Kuhl ist seine Behinderung allgegenwärtig. Es ist nicht immer einfach für mich, mit meinem Problem in diesem offenen Raum zu arbeiten. Die Kollegen links und rechts von mir, in meiner Nähe, die erkenne ich alle wieder. Wer weiter weg sitzt, zwei Reihen hinter mir, kenne ich bis heute nicht. Und das seit 10 Jahren. Ich habe das Gefühl, ein Idiot zu sein. Werner Schäppi arbeitet in der Werbung. Durch die Gesichtsblindheit fühlt er sich kaum eingeschränkt, aber er stößt zuweilen auf Unverständnis. Ich habe schon ab und zu gehört, dass Leute mich für arrogant halten, weil ich sie nicht erkannt habe.
Wenn ich die Kellnerin, die mir am Morgen einen Kaffee serviert hat, am Nachmittag auf der Straße nicht mehr erkenne, hält sie mich für unfreundlich, weil sie glaubt, ich wolle sie nicht mehr kennen. Scheppi behilft sich mit einer bebilderten Adressdatenbank und er hört auf den Klang der Stimmen. Die Sprache ist sehr wichtig zum Wiedererkennen. Wenn ich den Telefonhörer abnehme, erkenne ich Leute manchmal schon am Atmen, bevor sie ihren Namen nennen. Wichtig sind für den Gesichtsblinden auch Mimik, Gestik und der Gang der Menschen. So versucht er, sie zu unterscheiden. Es gelingt ihm längst nicht immer.